Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Traust du wirklich Jesus zu, dir zu helfen? Entscheide dich jetzt, Jesus mit deinem Anliegen zu begegnen. Komm mit deinem Anliegen vor Jesus. Es muss nicht Krankheit sein. Es kann alles Mögliche sein, was du brauchst, eine Veränderung. Entscheide dich für Veränderung. Veränderung, deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du durch diese Tür gehst. Du sagst, ja, ich bin Christ, ich habe mich schon entschieden. Aber es ist nicht nur die Entscheidung, Christ zu sein, sondern auch das zu erleben, was Gott für uns bereitgestellt hat. Ihr kennt die Geschichte von den vier Leuten, die einen Gelähmten durchs Dach gelassen haben. Und ich möchte sie kurz zusammenfassen. Jesus war mal wieder in einer meiner Lieblingsortschaften, Kapernaum. Dort ist so schön, direkt am See, Genezareth. Und es hat sich herumgesprochen und er war in dem Haus und das Haus füllte sich mit lauter neugierigen Menschen. Es war überfüllt und Jesus sprach von dem Heil der Menschen. Und vier Männer hörten das und sie hatten einen Freund, der gelähmt war. Und sie sagten, das ist die Gelegenheit. Wir gehen dorthin, wir glauben, dass dieser, unser Freund, dort geheilt wird. Wir haben so viel von Jesus gehört und wir glauben, dass wir, wenn wir diesen Mann zu Jesu Füßen bringen, er geheilt wird. Ja. Sie sind dorthin gekommen und haben gesagt, das ist die einzige Chance. Meistens kommen die Menschen erst zu Jesus, wenn sie schon alles ausprobiert haben. Jedes Mittelchen, jede Beratung, googeln die und der eine schreibt das, Doktor so schreibt das, Doktor so schreibt das, Professor so schreibt das und dann gibt es die Pille, der Doktor das und jenes. Und wenn alles nicht funktioniert, dann kommt man zu Jesus. Und so haben sie es vielleicht auch gemacht. Sie haben kein Google gehabt, aber sie haben auch Leute um sich herum gehabt. Ja, das war die einzige Chance der Hilfe. Aber sie kamen hin und es war alles überfüllt. Alles überfüllt. Und ein normaler Christ von heute würde sagen, wenn die nicht genügend Platz haben, gehe ich wieder nach Hause. Was haben die gemacht? Die sind aufs Dach gestiegen und haben einfach das Dach geöffnet und zu Jesu Füßen dieses Bett heruntergelassen. Und ich kann mir vorstellen, als die das Dach aufgemacht haben, in der ersten Reihe saßen die wichtigen Leute, die Gesetzeslehrer und die saßen da und haben geschaut, was macht Jesus vielleicht falsch, dass wir ihn anklagen können, was, wo sind die Fehler und dann auf einmal kommt der Dreck runter und oh, was soll denn das? Und ja, und vor ihnen runter, vor alle runter, vor Jesu Füßen kam der Gelähmte. Und in Markus 2, Vers 5 lesen wir, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren festen Glauben sah. Und da kam, wie ich schon sagte, viel Kritik. Ja, ihr wisst so oftmals die Schriftgelehrten, wie kann der Sünden vergeben? Wer ist denn der? Und so weiter. Und wir lesen weiter in Markus 2, ab Vers 10. Und er forderte den Gelähmten auf. Steh auf! Nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus,
fassungslos, sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Ja, sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist wirklich etwas, vor ihren Augen ist es geschehen. Er sagte nach der Vergebung: Steh auf und geh nach Hause. Ihr dürft noch ein bisschen da bleiben oder sollt noch ein bisschen da bleiben, aber das Steh auf. Ich habe in der letzten Zeit einige Predigten gehalten und ich finde immer wieder im Wort Gottes Bibelstellen, wo Handlung gefordert ist. Nicht heil dich selbst oder mach dies oder jenes, sondern steh auf, tu was, was du nicht tun konntest und es wird geschehen. Und ich habe ein Zeugnis letzte Woche gelesen, das wir auch im Magazin abgedruckt haben, als ich in der Gebetsnacht auch aufgefordert habe, steh auf und probier, was du nicht tun konntest, hat ein Mann geschrieben, er ist aufgestanden zu Hause, wir haben es ja online gehabt, er ist aufgestanden zu Hause und er konnte gehen. Und die Schmerzen waren weg. Das heißt, es ist wichtig, dass wir da nicht mit Jesus anfangen zu diskutieren. Ach, Herr Jesus, also ich brauche so einen Schauer von Strom oder es muss mich schütteln oder es muss kribbeln oder irgendwie das und jenes, so muss es geschehen. Ich sage dir, wenn Jesus da ist, probier es aus, das, was du nicht tun konntest. Und nicht nur in der Gebetsnacht, du kannst es auch jetzt tun, denn Jesus ist der, der heilt. Ja, was sieht Jesus bei uns? Was sieht er bei dir? Einen entschlossenen Glauben, der handelt, sagt, ja, ich probiere es. Ich habe es letztes Mal schon probiert und vorletztes Mal auch. Es hat noch nicht funktioniert, aber ich probiere es. Ich versuche es, bis ich heil werde oder heil bin, wo es auch der Arzt sagen kann, dass du heil bist und geheilt bist. Aber es gibt so viele, mal sehen, was passiert. Ach, wenn jemand das macht, ich bin dann gleich auch dabei, aber ich will nicht der Erste sein. Ich will es nicht als Erster, ach Herr, also du kannst es ja trotzdem tun und so weiter. Da kommen so viele Ausreden. Ja, er sah, dass sie entschlossen waren. Entschlossen, ihr Lieben, er sah die Anstrengungen, die sie auf sich genommen haben. Und ihr Lieben, das ist das. Es ist nicht so, dass du sagst, ich komme jetzt von Hamburg 800 Kilometer oder 600 Kilometer gefahren, ich habe eine Riesenanstrengung, das wird Gott belohnen. Ja, Gott wird dich belohnen, keine Frage. Aber das ist nicht die Voraussetzung, etwas von Gott zu bekommen, sondern spring mal über deinen Schatten, glaube und erlebe es. Er sah, dass sie entschlossen waren, die Heilung mit nach Hause zu nehmen. Die hatten keine andere Wahl, als zu Jesus zu kommen oder krank zu bleiben. Und ihr Lieben, das erleben wir so oft auch in Südafrika, wenn wir dort sind und wir sind mehr in Indien. Diese Leute haben nicht das Geld um zum Arzt zu gehen oder eine Krankenkasse zu bezahlen. Die können in der Kirche glauben, was von vorne gesagt wird, dass Gott heilt, oder sie können krank bleiben. Und dort erleben so viele Menschen Heilung. Glaubt ihr, in Indien gibt es einen anderen Gott oder ist unser Gott ein anderer? Klar, gibt es dort andere Götter, das ist klar. Aber unser Gott ist in Indien derselbe. Glaubt ihr das? Und er ist derselbe heute hier. Ich sehe, das ist auch eine Einstellungssache, ob was du erlebst. Er sah die Anstrengungen, die sie auf sich genommen hatten. Und er sah, dass nichts sie aufhalten konnte. Er sah, nichts konnte sie aufhalten. Nicht
das volle Haus, nicht die Anstrengung, nicht, ach ja, lasst uns da 4 Seile anbinden und lasst uns das Bett runtertun, lasst uns das Dach aufdecken und so weiter. Das war Arbeit, das war, was glaubt ihr, wie die von unten geschumpfen haben? Was macht ihr denn da? Hört doch auf, mein schwarzer Anzug wird so... So, hört doch auf, ich war frisch aus der Reinigung, was macht ihr für ein Blödsinn da? Sie haben sich nicht aufhalten lassen, zu Jesus zu kommen. Was hält uns oft auf, zu Jesus zu kommen? Dann ist mal zu kalt, ist zu heiß, ist das, ist jenes und das und das und jenes. Ich meine nicht nur in den Gottesdienst, sondern zu Jesus zu kommen. Du kannst auch zu Hause zu Jesus zu kommen. Aber was gibt's da? Ich muss noch da anrufen, ich muss noch das. Ich muss noch aus der Gefriertruhe das holen. Ich muss noch Auto waschen gehen. Ich muss noch das, ich muss noch das. Herr Jesus, irgendwann haben wir Zeit. Nein, sie waren entschlossen. Sie waren entschlossen, die Lösung ihres Problems zu sehen. Und die Lösung war die Heilung ihres gelähmten Freundes. Und der Herr Jesus sah, dass sie mit der aktuellen Situation ihres Freundes nicht zufrieden waren. Bist du mit deiner Situation zufrieden? Es gibt so viele Christen, die hängen durch und sind trotzdem mit ihrer Situation zufrieden. Ach ja, ich kann mit meiner Krankheit umgehen. Ich habe gelernt, damit umzugehen und das ist halt so und das bleibt halt so und so weiter. Ich sage dir, du hast jeden Tag eine neue Chance zu glauben, dass Gott dich berührt. Werde aber nicht bitter, wenn es länger dauert. Das sind auch manche, die verbittern oder wir bekommen die Nachricht, tu doch nicht immer die Leute ermutigen, zu glauben, dass wenn es nicht geschieht, sind sie sehr traurig. Ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Du auch? Ich glaube, dass Gott dir begegnen möchte. Sie sahen in einer ungewöhnlichen Art und Weise, ja, zu Jesus und er tat Ungewöhnliches. Sie kamen in einer ungewöhnlichen Art und Weise zu Jesus und er tat Ungewöhnliches. Und wir haben auch schon erlebt, wie hier ungewöhnliche Heilungen geschehen sind. Jesus war nicht beeindruckt von der vielen Menge. Es steht nicht in der Bibel, und Jesus freute sich, dass das Haus überfloss von Menschen. Nein, das war er nicht da beeindruckt von vielen Menschen. Er war beeindruckt von den 4, die geglaubt haben. Von den 4. Und ich glaube, Jesus ist auch heute Morgen hier und auch bei dir zu Hause und sagt, nicht die über 1000 Leute, die jetzt zuschauen, nein, nicht die, sondern du. Er ist beeindruckt von deinem Glauben. Er sieht jetzt gerade, wie du im Glauben zu ihm kommst und sagst, oh ja, Herr, danke, seh mich. Wir können Gott nicht mit Worten beeindrucken. So manche meinen, sie müssen so einen Redeschwall bringen und Gott beeindrucken mit einer Fülle von Worten. Nein, ihr Lieben, Gott sieht ein entschlossener Glaube. Ein entschlossener Glaube. Die Bibel sagt, als er ihren Glauben sah, sagte er, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aktiver Glaube handelt. Dieses ganze Haus, dieses ganze Werk hat auch ein Stück von aktivem Glauben. Ihr wisst, mein Vater hatte die Vision von diesem ganzen Zentrum, aber wir sind dann auch losgegangen und haben bestellt, geplant, gebaut und so weiter. Und das war oftmals ein harter Schritt, weil, wie es in der Mission so üblich ist, hat man meistens nicht das Geld, wenn man anfängt. Man muss sich aber sicher sein, ob es das Richtige ist. Nicht einfach drauf los und irgendwas tun. Aber
Ein Beispiel noch, unser jetziger Bus, den wir haben, wo wir auch rausfahren, Nürnberg, Lauchau und in die Schweiz. Und so dieser Bus brauchten wir, weil der alte kaputt war. Und wir hatten kein Geld für den Bus. Wir haben das Geld, alles, das Magazin muss bezahlt werden, das Porto muss bezahlt werden. Da schauen wir, dass wir wirklich da Haushalter sind, dass es reicht, aber nicht für so einen großen Bus. Und dann noch, ja, welcher? Und klar haben wir einen Gebrauchten gekauft, aber der war zu der Zeit 2 Jahre alt und da kosten die Omnibusse noch sehr viel Geld. Und Isolde hat, ihr kennt die Geschichte, hat dann gesagt, wir nehmen den größeren, weil der eine bessere Ausstattung hat, weil der auch, wenn wir an der Straße stehen, wo Straßenbahnen kommen, die Kofferraumdeckel senkrecht hochgehen und nicht so nach außen. Und ja, den nehmen wir, das ist Glaube, hat Isolde gesagt. Und dann sage ich, ah, da schließe ich mich an. Und als wir das Auto abgeholt haben, hatten wir das Geld zusammen. Das heißt nicht, dass du jetzt losgehst und morgen einen Flixbus kaufst oder irgendwie sonst irgendwie einen Bus kaufst und sagst, jetzt muss ich auch einen Bus kaufen. Nein, es war dran, es war wirklich das, was wir gebraucht haben und Gott hat dieses Gebet erhört. Und da könnte ich jetzt den ganzen Tag füllen mit solchen Dingen, wie Gott da berührt hat. Aber ich möchte schnell abschweifen nach Bethesda, Teich Bethesda. Jesus kam in Jerusalem an den Teich Bethesda. Da waren viele Kranke. Und Jesus heilte nicht die Menge, sondern nur den einen, der schon Jahre dort war. Und die Bibel sagt, dass der Mann sich nach Heilung sehnte. Er war entschlossen, geheilt zu werden. Die anderen hätten bestimmt auch gern eine Heilung gehabt, wenn es, ja, aber manche wollen gar nicht geheilt werden, weil dann werden sie aus ihrem Jammerkreis und aus ihrem Mitleidskreis herausgerissen und sind nicht mehr, ach, wie geht's denn dir, oh, viel schlimmer wie dir, ach, mir geht's heute ganz schlimm, an mir noch schlimmer und ihr kennt ja das Ganze und das, was manche so gewohnt sind, was manche auch an der Sache lieben. Jesus sagte aber zu dem einen, willst du geheilt werden? Und er wollte. Und er sagt, ich habe niemanden, der mich ins Wasser bringt, dass ich Heilung erlange. Und Jesus sagt, steh auf und nimm deine Matte und geh nach Hause. Und das ist was Wunderbares. Ein handelnder Glaube, ein Glaube, der handelt. Und zurück wieder zu den Vieren, die nicht ja, mit dem Gedanken kamen, wenn Jesus will, kann er ihn heilen, sondern sie waren sich der Sache sicher. Jesus wird das tun. Sie glaubten, dass wenn man ganz nahe bei Jesus ist, etwas geschieht. Traust du Jesus zu, dir zu helfen? Traust du wirklich Jesus zu, dir zu helfen? Entscheide dich jetzt, Jesus mit deinem Anliegen zu begegnen. Komm mit deinem Anliegen vor Jesus. Es muss nicht Krankheit sein. Es kann alles Mögliche sein, was du brauchst, eine Veränderung. Entscheide dich für Veränderung. Veränderung braucht eine Entscheidung. Nicht, Herr, du weißt alles und du machst eh alles, wie du willst. Und du lässt alles so plätschern, plätschern, plätschern und ärgerst dich, weil nichts passiert. Mit deiner entschlossenen Entscheidung kommt in dein Leben Veränderung. Du kannst dich jetzt entscheiden und es geschieht vielleicht gleich. Aber die Entscheidung ist im geistigen Raum sichtbar und im geistigen Raum wird sie sich entwickeln, auch wenn du es nicht gleich siehst. Aber es ist wichtig, dass du diesen Schritt tust. Ich entscheide mich. Ich tue es. Ja, nicht sein Zustand, ihr Lieben, hat Jesus beeindruckt. Ach, guck mal, wie ist der arme Mensch.
der arme Mensch, gelähmt und auch im Teich, ach, dieser arme Mensch. Klar hat Jesus Mitleid, aber Jesus ist nicht einer, der kommt mit Mitleid, wisst ihr, wir haben oft auch für viele Dinge Mitleid, aber Mitleid verändert nichts. Jesus verändert. Mitleid, da wo wir nichts tun können, da ist es schon in Ordnung, wenn wir Mitleid haben. Aber wenn wir vor Jesus kommen und Herr, guck doch meine Schau an und du bist zufrieden, wenn er es sagen würde, ach du Armer, du Ärmster, so ein armes Kind habe ich auf der ganzen Erde nicht, wo das und jenes. Nein, Jesus ist der dich berühren möchte, der dir begegnen möchte, mitten in deiner Not. Und das ist so ein wunderbares Beispiel. Die vier waren entschlossen. Jetzt geht es vorwärts der Lösung entgegen. Es geht vorwärts der Lösung entgegen. Und wisst ihr, was wir oft so viel tun? Wir schauen Ratgeber und beraten uns mit dem, beraten uns mit dort und so weiter. Und wie komme ich durch diese Zeit in dieser Situation und wie kann ich das und durchleben? Und wir lernen oft mit unseren Lasten umzugehen und tragen die Lasten. Wir tragen sie. Und das muss nicht nur Krankheit sein. Wir tragen sie. Und es heißt in der Bibel, wirf deine Last ans Kreuz. Du darfst es ans Kreuz bringen. Du darfst wirklich diese Last ans Kreuz bringen. Entscheide dich. Entscheide dich, die Lasten bei Jesus abzugeben. Und das ist das Wunderbare, ihr Lieben. Es gibt ein Kreuz, wo wir alles abgeben können. Aber wir müssen es hinbringen. Wir müssen es im Gebet sagen, Herr, ich all das, die Sorgen meiner Kinder, die vielleicht entgleist sind, die nicht so sind, wie man es gedacht hat, die Sorgen von der Krankheit, die Sorgen vom Beruf und so weiter. Ich sag dir, wirf's ans Kreuz, denn die Sorgen machen die Sache nicht besser. Stimmt's? Sondern die Sorgen rauben dir den Glauben. Traust du Jesus zu, dass er dir hilft? Oh, schönes Echo, ja. Traust du ihm zu? Möchtest du Mitleid oder die Lösung? Das ist eine Entscheidung. Möchtest du Mitleid oder die Lösung? Und ich sage dir, entscheide dich für die Lösung. Und ich sage nicht, möchtest du Mitleid oder deine Heilung? Möchtest du Mitleid oder viel Geld auf dem Konto? Möchtest du Mitleid und so weiter? Nein, ihr Lieben. Gott hat Lösungen und er hat Lösungen, er macht Unmögliches möglich und oftmals kannst du das Unmögliche gar nicht erfassen, weil es manches noch gar nicht gegeben hat und Gott tut dir bei dir was Unmögliches, das er möglich macht. Du musst aber eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, wisst ihr, vor dem Traualtar musste ich, als ich meine Frau geheiratet habe, sagen, ja, ich will. Wer hat das alles schon gemacht? Einmal, ja, ich will. So ein paar sind zögerlich, die wissen es nicht mehr. Ja, ich will. Und so ist es auch genauso dieser Schritt, wo du sagst, ja, ich will, ich vertraue meinem Gott und entscheide dich, kompromisslos vorwärts zu gehen. Und wisst ihr, wenn man Stufen vorwärts geht, dann meinst du, manche Stufen sind hoch, manche Stufen schmerzen auch und man schwitzt und es ist manchmal anstrengend, aber entscheide dich, vorwärts zu gehen. Die haben das Dach abgedeckt, das war anstrengend. Für dich ist es vielleicht was ganz anderes, das du tun musst oder vielleicht musst du etwas lassen. Manchmal ist etwas lassen schwieriger als etwas zu tun. Lass dir es wirklich von Gott zeigen. Erlebe die Bibel in deinem Leben. Erlebe wirklich die Bibel in deinem Leben. Jesus ist nicht eine Möglichkeit, sondern Jesus ist deine Lösung.
Und das ist wunderbar. Jesus ist deine Lösung. In Markus 9,23 heißt es, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Es heißt nicht, vieles ist möglich, wenn du mir vertraust, sondern alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Dein Unmöglich wird bei Jesus möglich. Dein Unmöglich, dein, wie soll ich sagen, wo du sagst, mir kann niemand mehr helfen, sag ja nicht so eine Aussage. Und wenn du sie gesagt hast, breche die Macht deiner Worte. Es gibt einer, der dir helfen kann. Gott hat einen Plan für dich. Er weiß, wo du bist. Du bist vielleicht nicht dort, wo du geträumt hast zu sein. Du bist nicht an diesem Platz in deinem Leben, wo du gehofft hast, einmal hinzukommen. Gott weiß aber, wo du bist und er kennt dich und er hat für dein Leben die Lösung. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Amen. Herr, ich danke dir dafür. Du bist der wunderbare Gott. Du bist der Helfer. Du bist der Heiler. Du bist Gott allmächtig. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass wir heute hier sein dürfen und dir alles bringen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke. Du kennst uns, du weißt alles. Und wir brauchen dir jetzt nicht die große Geschichte unseres Leides, die große Geschichte unseres Mangels, die große Geschichte unserer Sehnsucht erzählen, sondern Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der sich heute und hier entscheidet. Entscheidet für die Lösung, dass die Lösung kommt, dass die Heilung kommt. Ich danke dir dafür. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.